Hallo und herzlich willkommen hier bei E44 TT Mobile. So, wir wollen heute nicht auf die Palme gehen, wir bleiben auf dem Boden der Realität und beschäftigen uns etwas mit Straßenbau, K-System. So, im letzten Video hatte ich euch ja vom Tunnelblick erzählt, wo ich da in Italien, in Pirea war. Ich wollte ja Tunnel mal ausdrucken, aber Drucker hat nicht mitgespielt. Farbe leider alle. Also probieren wir es jetzt mal so, um einen Einblick zu bekommen, wie es aussehen könnte. Finde, sieht da ganz gut aus. Da werde ich was draus machen. Zum K-System habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Jeweils eine Spur in jede Richtung geht rum. Bis hier. Hier wird es hier dann zu eng. Ampelsystem. Es geht hier einspurig weiter. Das wird ja Fußgängertunnel. Ups. Bis hier. Einspurig. Müssen warten. Können die fahren. Müssen die warten. Können die fahren. Dann geht es hier langsam hoch. Hier vorne habe ich noch hier noch Platz für den Bahnsteig. Hier ragt natürlich die Straße über die Gleise. Das wird dann so eine Art Brückensystem. Geht dann hier hinten rum, über die Gleise drüber. Hier müssen wir mal sehen. So würde es erstmal aussehen. Googelt mal Hofheim am Taunus Bahnhof. Das ist so eine ähnliche Situation. Die Straße ist direkt an den Gleisen, geht so hoch. Von oben, von der Straße, führt eine Fußgängertreppe runter auf den Bahnsteig. So ähnlich werde ich das hier auch machen. Ungefähr so würde das dann aussehen. Oben, wo die Zugmaschine steht, führt dann der Treppenabgang hinunter auf den Bahnsteig. Den muss ich mir allerdings noch zurechtstutzen. Das ist ein H0-Modell. Den werden wir ein bisschen verkleinern. Tja. Vom Fertigmodell zum Bausatz. Einer dieser beiden Aufgänger wird zurückgebaut in seine Einzelteile. Und wird dann an meiner Brücke eingesetzt werden. So, einer der Treppenaufgänge wurde
wurde schon mal eines Rückbaus unterzogen. Ich hatte Glück, dass ich damals nicht allzu viel Kleber verwandt habe. Hier ist noch ein bisschen mehr Kleber dran gewesen. Hier sieht man so leichte Knickstellen, aber das soll ja nichts machen. Wird ja später farblich noch behandelt. Dann sollte die man nicht mehr sehen. Treppe wurde schon geteilt. Der Teil kommt weg. Den werde ich verwenden. In der Höhe werde ich wahrscheinlich auch noch was wegnehmen. Da sind noch. Aber das kann ich erst machen, wenn die Brücke soweit eingerichtet ist, dass ich den Eingang von der Treppe der Brücke anpassen kann. Um den Bus auch in Wendeheim fahren zu lassen, brauche ich eine Brücke, die die linke Seite von der Bahnhofsausfahrt in Wendeheim überspannt. Und am Anlagenrand hinten runterführt in die Stadt. Um die soll es hier heute gehen. Dazu habe ich mir eine 9,5 cm breite Fahrbahn ausgeschnitten und zurechtgemacht. So, die Fahrbahnbreite selber habe ich mit 8 cm berechnet. Also von da bis da. Mittelmarkierung bei 4. Ein bisschen knapp, aber es sollte reichen. Zur Not kann ich hier noch was wegnehmen. Das soll Fußweg werden. Der ist jetzt 1,5 cm breit. Ich denke mal 0,8 oder 1 cm würde auch reichen. Hier will ich noch ein bisschen Platz für die Straße. So, dann habe ich mir bei der einzelnen Fahrbahn, da ist das Lineal, bei der einzelnen Fahrbahn die Mitte angezeichnet und 3 mm, also 1,5 mm nach links weg, nach rechts weg fürs Magnetband. Dann habe ich jetzt Pappe aufgeklebt, um das Magnetband dann bündig anzulegen. Und jetzt kann ich von hier vorn trotz Messer von der Fahrbahnmitte rüber messen, wie viel Millimeter ich brauche, wird der nächste Pappstreifen eingeklebt und kommt hier das Magnetband hin. Und dann hier vorne wieder Pappe. Selbst hier, wo die Straße noch uneben ist, hat der Bus schon eine hervorragende Führung.
Das Magnetband ist fertig verlegt. Rechts, links, Mitte wurde überall aufgefüllt. Schön gleichmäßiger Übergang. Das Stück habe ich jetzt noch angebaut. Das gehört auch noch mit zur Brücke. Hier muss ich den Fußweg noch zurechtschneiden. Und jetzt stellt sich die Frage, Asphaltstraße. Oder ob ich mir von Vollmer Steinkonsole und diese aufbringe. Um die ganze Brücke von unten her zu stützen, habe ich mir überlegt, werden hier Trapezleisten aufgeklebt und hier in der Mitte etwas größere. Das Ganze wird dann in Betonoptik angestrichen. Mal sehen, wie es dann aussieht. Wie geht es hier vorne weiter mit dem K-System? Zweispurig, jeweils eine in jede Richtung, leichte Kurve. Abzweig. Und stelle mir vor, eine Tankstelle. Die Bleistifte sollen Leitplanke markieren, dass das von der Straße ein bisschen abgegrenzt ist. Hier irgendwie dann das Kassengebäude mit Bistro. Dann eventuell weiter nach hier hinten mit einer Wendeschleife. Kreisverkehr, ob der nur an der Stelle hinkommt, noch ein Stück rüber. Das muss ich mir mal noch ausprobieren. Im Kreisverkehr Abzweig. Zum Discounter. Da kommen noch einer hin. Die Vorparkplätze. Nein, die war ja hier geplant mit Fluss und so. Das kommt alles hier drüben hin.